Das ist mein Transportschiff, der Mariah Carrier. Und ich bin Bluey, ein verdammtes blaues Alien. Wenn ich nicht selbst krasse Abenteuer erlebe, dann fliege ich hier raus und hänge mich ins Netz des Planeten RD. Die humanoiden Kreaturen dort sind schon schwachsinnige Geschöpfe. Aber ihre TV-Serien und Filme sind echt kurzweilig. Und jeder dort und deren Mutter filmt sich selbst und postet das. Also dachte ich, ein blaues Alien mehr oder weniger wird ja wohl nicht auffallen. Und deshalb mache ich jetzt Reviews auf YouTube. Ziemlicher Nerd-Scheiß. Und damit ihr mich erstmal kennenlernt, erzähle ich heute kurz und knapp, welche Filme und Serien ich blau finde. Also toll. Und welche eher eine Verschwendung meiner unglaublich langen Lebenszeit sind. Die All-Time-Favorites also. Und wenn es hier läuft und ich was im Stream finde, über das es sich zu reden lohnt, dann gibt's ein neues Video. Und was mag ich als Alien so? Klar, Schwerpunkt Science-Fiction. Fantasy, Comedy und okay, Dramaserien können's auch mal sein. Dann mal los. Blau fand ich Alf. Alf war echt toll. Okay, das musste ich sagen. Ist ein Buddy von mir. Also erstmal die Franchises. Star Wars. Episode 4 bis 6 und dann 1 bis 3. Die waren für die jeweilige Zeit ziemlich nice. Die Lichtschwerter sind natürlich Quatsch. In echt sind die 24,5 cm kürzer. Das Erwachen der Macht hielt ich erst für ganz nett. Aber die zwei Filme danach haben es retroaktiv ruiniert. Die letzten Jedi. Treibstoffprobleme im Weltall. Gibt doch an jedem größeren Asteroidenfeld eine Tankstelle. So ein Mist können sich nur Homos ausdenken. Also Homos wie Homo sapiens. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Bin halt ein Alien. Und die Serien? Da mach ich's mal kurz. Der Mandalorianer. Erst cool, dann nicht mehr. Boba Fett. Nicht so fett. Naja, beziehungsweise schon, aber nicht im Guten. Ihr versteht schon. Andor. Oh, so erwachsen. Bisschen stinklangweilig, aber kann man schon gucken. Ahsoka? Also klar. Ja, das war Mist. Genau wie Obi-Wan mal Kenobi, die Reaver-Show. Star Trek, bin voll der Trekkie, also früher. TOS, damals toll, kann ich heute nicht mehr sehen, zu outdated, da komme ich nicht mit klar. TNG, hat Klasse. DS9, ist Klasse, so edgy. Voyager, drittklassig. Also ich mag das, aber von den 90er-Shows war es für mich die drittliebste. Enterprise, fand ich ganz gut. Ich hab mal Zefran Cochrane getroffen, cooler Dude, hat mir die Mariah getuned. Die 10 Star Trek Kinofilme waren, als sie rauskamen, echt klasse. Allesamt. Außer 5 und 10. Und 1, 3, 7 und 9 waren natürlich schwächer. Als Star Trek 2009 rauskam, dachte ich noch, hey, netter Film. Dann kam Star Trek Into Darkness mit Benedict Cumberbatch und hat den Intellekt jeder Amöbe beleidigt. Was für ein Mist. Teil 3 ging schon irgendwie, aber naja. Discovery, und da lasse ich jetzt mal das Star Trek direkt weg, ist nur noch Hate-Watching. Für jede halbwegs gute Idee und Geschichte heulen die undefinierten NPCs in Gängen rum. Selten so unprofessionelle Sternenflotten möchte gern Offiziere gesehen. Ohne Stock im Arsch werden die nie authentisch sein. Picard. Nur Staffel 3 kann man sehen. Das fühlte sich wie altes Star Trek an. Betonung auf alt. Viele sagen überbewertet. Ich sage, nicht perfekt, aber definitiv das beste Star Trek, was wir heute noch haben. Strange New Worlds. Macht viel falsch, macht aber auch was richtig. Ich mochte Pike mehr, als er Gast auf der Discovery war. Hier wird er doch als ziemliches Weichei dargestellt. Die Autoren können wohl nicht mehr anders. Verglichen mit TNG kann ich Strange New Worlds einfach nicht so richtig ernst nehmen. Lower Decks ist ganz okay, aber eben kein echtes Star Trek, weil Zeichentrick und so. Marvel. Bis Endgame war das alles sehr unterhaltsam. Seitdem geht's bergab. Bis auf den letzten Spider-Man und Guardians of the Galaxy 3. Die waren ganz okay. Was finde ich noch gut? Animation. The Arcane. Eher leicht auf der Story-Seite, dafür viel Atmosphäre, abgedrehte Welt und ebenso krasse Charaktere. Rick and Morty finden viele mittlerweile doof, gibt aber auch viele Fans, so wie mich. Solar Opposites, noch etwas abgedrehter als Rick and Morty. Fast eine Doku, was Aliens angeht, alles wahr. Zu 13,6%, das ist eine gute Trefferquote. Staffel 4 nervt aber bisher ein bisschen. The Expanse, durchweg gutes, erwachsenes, hartes Sci-Fi-Futter. War eine klasse Show. The Orville, nicht so gut wie alle sagen, aber dennoch gut. Matroschka, alternative Realitäten. Zwei Staffeln gibt's. Staffel 1 ist besser als 2, aber beide sind sehenswert. Herrlich verschroben. Barry, Staffel 1 bis 3 sind klasse. Spannend mit schwarzem Humor. Staffel 4 ist leider kein Stück lustig. Better Call Saul, ihr mochtet Breaking Bad, aber das hier nicht? Schaut nochmal rein, ist tatsächlich ein würdiger Nachfolger. Curb Your Enthusiasm oder auch Lass es Larry. Ich liebe diese Show, hab sie erst vor kurzem entdeckt. Das von Anfang bis Ende zu bingen ist eine echte Zeitreise, da die Serie auch 24 Jahre lang lief.
Larry David ist ein herrlich fieser, derber Typ, der kein Blatt vor den Mund nimmt und überall aneckt. Die Serie ist ziemlich gut. Was war in letzter Zeit richtig enttäuschend? Ragnarök, die norwegische Serie mit dem jungen Gott Thor, fängt stark an, wird immer absurder, endet desaströs. Die letzte Folge wurde von jemandem geschrieben, der den Rest der Serie offensichtlich hasste. Versaut mit einem Schlag unumkehrbar alles, was davor war. Was werde ich demnächst schauen? Spaceman, Netflix-Film mit Adam Sandler. Ein Typ allein in einem Raumschiff, dem so langweilig ist, dass er sich mit einer Alienspinne unterhält. Genau das ist mir letztes Jahr passiert. The Creator, der Film sieht echt interessant aus. So, mal ein erster Rundumschlag, damit ihr wisst, wo ich so stehe. Wenn ich wieder mal in diesem System bin, lade ich eine weitere Folge hier rein. Dann geht's ins Detail zu einem Film oder einer Show. Muss ja nicht zwangsläufig was brandaktuelles sein. Eure Klassiker sind manchmal eh besser. Okay, ich muss aufhören, der Stream wird instabil. Bevor ich's vergesse, ihr müsst dringend auf Abonnieren klicken, so läuft das hier. Und Daumen hoch auch. Und schreibt mal, was ihr im Kino und TV in letzter Zeit ganz toll oder ganz furchtbar fandet. Was soll ich mir dringend als nächstes reinziehen? Und sagt jetzt nicht gemahlene Hirnmaden. Hirnmaden.